Hallo, liebe Fahrradkanalfreunde. Ich bin jetzt hier in Hückeswagen-Wiehagen. Ah, da stehen wir hier an der B237. Und hier gab es mal auf diesem Stück, da gab es mal eine entsprechende Brücke. Genau. Beziehungsweise hier gab es mal einen, ja, das war so eine Art tunnelartige Brücke, die nicht so wie hier jetzt eingezeichnet ist auf der Karte, unter der Straße hergeht, sondern über der Straße. Ja, das war einmal im Zuge, als man den Radweg gebaut hat, ist das dann leider, ja, die Brücke abgerissen worden. Und wie gesagt, ich stehe jetzt hier und werde jetzt eine kleine Tour machen, hier entlang Richtung Wipperfürth. Dort werde ich dann lecker Kuchen und mir Kaffee und Kuchen besorgen. Das werde ich dann hier im Zentrum tun. Und ja, aber wie gesagt, hier an dieser Stelle starte ich jetzt und ja, mal schauen, wie sich das verhält und wie das aussieht, werde ich ein Sondervideo drüber machen, beziehungsweise in diesem Video zusammen, dass es doch recht schade ist, dass diese Brücke nicht mehr gibt. Ihr werdet nachher auch sehen, warum. Das ist nämlich sehr beschwerlich für die Radfahrer, wenn sie hier von Hückeswagen hochkommen. Aus dem Tal geht es hier steil berghoch. Und man muss dann hier runter zur Straße und dann muss man von der Straße, wenn man weiterfahren möchte, hier Richtung Bergisch Born, ein Ortsteil von Remscheid. Remscheid liegt hier oben. Und ja, das ist sehr, sehr doof gemacht. Diese Rampe ist sehr, sehr steil und das ist wirklich nicht sehr schön. Schöner wäre, wenn man hier eine Brücke einbauen würde, wie man das in Bergisch Born auch schon gemacht hat. Die Brücke werde ich dann versuchen einzublenden und werde die nachher auf meinem Heimweg noch filmen, damit ich euch die zeigen kann. Und dieses Video ist eigentlich auch der ganzen Sache gewidmet, der Stadt, an die Stadt Hückeswagen und die entsprechenden Verantwortlichen, doch dass hier vielleicht doch nochmal eine durchgehende Brücke für die Radfahrer eingebaut wird. Aber wie gesagt, das zeige ich euch dann nochmal speziell, wahrscheinlich auch mit einer Drohnenaufnahme und ja, alles weitere folgt. So, ich nähere mich jetzt von der Tafel mit der Karte dem Punkt, wo die Brücke hier fehlt. Ich hoffe, man kann es sehen. Dieses 14-minütige Video ist vielleicht auch mal eine kleine Ermahnung an die Stadtverantwortlichen der Stadt Hückeswagen. Aber nun weiter mit dem Live-Kommentar aus dem Video. Tja, wie gesagt, hier ist jetzt die Rampe, von der ich euch erzählt habe vorhin. Ihr seht, das geht hier mega steil hoch, wieder zu der Bahntrasse. Und ich hoffe, man kann da ganz oben in etwa ein bisschen erkennen, wo dann da mal der Bahndamm war, da oben. Ihr seht, der Radfahrer hat da wirklich schwer zu kämpfen, den Berg dort hochfahren zu können. Nicht sehr schön, liebe Stadt Hückeswagen und weitere Verantwortliche, wirklich nicht schön gemacht. Schöner wäre hier die Brücke, wenn die hier rüber ging, über die Straße hier, das wäre schon eine tolle Sache. Und so könnte das Ganze dann aussehen. Ich habe mir die Brücke mal ausgeliehen von der Bergisch Born Brücke. Und so sieht die ganze Sache dann von oben aus. Das Blaue, das wäre dann die neue Brücke. Ja, wie ihr seht, hier ist die Bahntrasse zu Ende und man muss da rechts runterfahren. Das ist recht steil. Das ist nicht sehr schön. Ja, wollen wir mal schauen, ob wir mal ein paar Radler sehen können.
So. Ja. Also da unten ist das. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Das geht echt steil hier hoch. Nicht sehr schön gemacht. Ja, und hier ist dann die Bahntrasse zu Ende. Ja, mit einer schönen Sitzgelegenheit hier mit den Steinen und der Bank drauf. Ja, ich gehe jetzt mal hier noch ein Stückchen weiter. Also, es wäre wirklich sehr wünschenswert, liebe verantwortlichen Leute, wenn man mal hier eine Brücke weiterbauen würde, beziehungsweise über die Straße von unten, die Bundesstraße. Das wäre sehr hilfreich. Zudem auch da unten über die Straße, das nicht sehr schön ist und auch nicht wegen des Verkehrs. Also man kann sich nur wünschen, da doch viele Gelder jetzt in die Fahrradweginfrastruktur gegeben werden sollen, wäre doch hier mal ein Punkt, wo man mal ansetzen könnte, um hier eine Brücke einzusetzen über die Bundesstraße. Also das fände ich wirklich mal eine sehr gute Sache, liebe Leute. Also ja, denkt mal dran an die Fahrradfahrer und die vielleicht auch auf die vom Auto umsteigen sollen, auf die Radwege. Das hier wäre mal eine echte gute Investition. Denn es ist wirklich nicht sehr schön, hier den Weg über die Straße machen zu müssen. Vor allen Dingen Eltern mit Kindern, mit Kleinen, kommt nicht wirklich gut. Also ich finde es wirklich, auf gut Deutsch gesagt, dieses Wort. Ich spreche es jetzt mal nicht aus, aber ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Hauptsächlich Mecker-Radweg-Infrastrukturgeschichte, weil also das kann man doch wirklich besser machen, Leute. Also hier so einen Radweg jetzt mitten im Nichts enden zu lassen und dann hier da unten eine steile Rampe zu bauen. Also hallo, das kann es doch nicht auf ewig sein. Ja, okay. Ich denke mal, ich werde es auf jeden Fall bei mir auf meiner Homepage veröffentlichen. Und ja, vielleicht sieht es ja auch mal das Fernsehen oder andere Stellen Verantwortliche, beziehungsweise die Medien, die sich mal dieser Sache annehmen. Ja, wenn man bedenkt, also da zu der Landbäckerei, das schafft man, dass man da einen neuen Weg anlegt, damit die Leute auch ja zu der Bäckerei kommen. Fällt mir gerade noch so auf. Denn dieser Weg, den gab es vorher nicht. Tja, würde mich sehr interessieren, liebe Stadtväter in Hückeswagen und Verantwortliche. Tja, aber für eine Brücke, die das Leben hier für die Radfahrer wirklich mal einfacher machen würde, dafür reicht's halt nicht, ne? Ja, schade, schade, schade. Ansonsten ein sehr schöner Radweg. Aber diese Stelle hier, tja, was sieht man hier? Ich sehe es gerade auf dem Schild. 18%, liebe Leute, 18%. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, und das ist hier der offizielle Radweg. Das soll man dann mit Kindern hinten drauf oder im Schlepptau hier raufradeln. Also Leute, ich weiß nicht, ne? Aber naja, schlecht schlafen kann jeder mal, ne? Aber ehrlich,
Mal ganz Hand aufs Herz. Das kann's doch nicht sein, ne? Okay, ja gut, ich radel das jetzt auch mal runter, da hier unten mein Startplatz ist. Und ja, und ich hoffe, das werden viele Leute sehen. Vielleicht auch mal die Leutchen in Hückeswagen im Rathaus und vielleicht auch andere Medien. Würde mich sehr freuen, wenn hier mal eine Sache ins Rollen käme. Wie gesagt, diese Brücke, die kann ja nun nicht die Welt kosten. Ja, und ich werde vielleicht im Anschluss gleich auf dem Rückweg nochmal die Brücke in Bergisch Born filmen bzw. zeigen und werde die mal anfügen hier. Und dann könnt ihr mal sehen, wie schön man das machen kann. Gut, okay, dann sage ich mal bis gleich. Ja, jetzt muss man hier volle Pulle bremsen. 18%, liebe Leute. Das muss man sich mal reinziehen hier. Also wirklich. Und dann, wenn man hier runterradelt und keine guten Bremsen hat, dann knallt man hier auch noch voll vor diese Absperrung, die natürlich ihre Berechtigung hat. Damit die Leute hier nicht über die Straße müssen, beziehungsweise einfach durchfahren. Tja, und dann muss man hier über die Straße hier. Ja, hier an dieser Stelle muss man dann die B237 überqueren. Wie ihr seht, ist das auch nicht so ganz ohne. Ja, und hier geht es jetzt die Rampe hoch, die in Richtung Hückeswagen führt. Die ist relativ moderat. Ja, ich schätze, die wird aber auch so um die 8-10% haben oder sogar mehr. Naja, im Schätzen, was hier Steigungen anbelangt, bin ich ein bisschen schlecht. Auf jeden Fall radel ich die jetzt mal hier hoch, damit ihr mal seht. Und ihr hört ja auch im Hintergrund, deswegen habe ich den Ton mal angelassen, wie mein E-Antrieb arbeiten muss. Gut, dass es die Pedelecs gibt mit Elektroantrieb. Ansonsten wäre das doch ein bisschen beschwerlich. Gut, die anderen Kollegen hier, die radeln hier relativ gelassen bergab. Ja, das ist übrigens die Brücke in Bergisch Born, die ich mir für meine Fotomontage vorher, die ich euch gezeigt habe, vor einigen Minuten ausgeliehen habe. Übrigens schreibt hier der Herr Achim Bartuschek, die Internetseitenverbindung, den Link werde ich dann einfügen unter diesem Video. Der schreibt hier, dass er das relativ schade findet, denn die Trasse ist sehr schön. Schwachpunkt, schreibt er, ist eine fehlende Brücke bei Wiehagen, die einige zusätzliche Höhenmeter mit extrem steilen Rampen beschert. Ich mag die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass hier noch nachgebessert wird. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und lasst ein Abo oder einen Daumen hoch da. Und tschüss.